Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz. 11. Spieltag war heute in der Eishockey-Oberliga Süd. Die Star Wars Rosenheim gegen die Blue Devils Weiden 8:5. Lautete Endstand, 2308 Zuschauer waren im Emilio-Stadion live dabei. Ich darf ganz herzlich begrüßen Gästecoach Ken Latta, Star Wars Coach Manuel Kofler. Und ja, Ken, das erste Statement hat wie immer der Gästetrainer. 8:5, ein sattes Ergebnis, 13 Tore in einem Spiel und das erste Mal seit 4 Spielen keine Punkte für euch. Ich habe die letzten 4 Spiele gepunktet, darunter glaube ich gegen Selb, gegen Landshut, gegen Rissersee. Also richtig starke Phase. Heute nichts mitgenommen. Woran lag es? Wie lautet dein Fazit zum Spiel? Manu, Glückwunsch, Sieg. Guten Abend alle miteinander und alle da oben, oder? Wir sind alle oben, oder? Genau. Gut, wenn du auswärts bist und du gibst einen Gegner oder Heimmannschaft 5 Tore Vorsprung, dann ist es verdammt schwer, ein Spiel zu gewinnen oder mindestens einen Punkt zu holen. Die Erklärung, ganz einfach, Rosenheim war in den ersten 20 Minuten war viel schneller wie uns. Wir sind eigentlich, wir haben ein bisschen Eintritt, ich glaube, wir haben Eintrittsgeld bezahlt. Wir haben gedacht, wir waren oben irgendwo auf der Tribüne, weil wir nur zugeschaut kurz. Ja, erst ab dem zweiten Drittel haben wir angefangen, Eishockey zu spielen. Ich habe eine Verbesserung gesehen in der Mannschaft, aber lang nicht so wie in den letzten 2-3 Wochen. Und ja gut, ins letzte Drittel, wir waren hundertprozentig wieder da. Denke, dass der Rosenheimer haben vielleicht einen Gang runtergeschaltet und hat gedacht, das wird vielleicht ein einfaches Spiel zum Schluss. Aber es war nicht der Fall. Unsere Mannschaft ist bekannt, nicht aufzugeben. Die Arbeitsleistung war schon da in der letzten, sage ich, 30 Minuten. Aber es reicht da nicht. Wir müssen 60 Minuten spielen, das ist so wie in den letzten 2-3 Wochen. Und ja, Spiel muss man abhaken heute. Wir haben am Mittwoch ein schweres Spiel gegen Hochstadt in Hochstadt und wir müssen jetzt da auf dieses Spiel konzentrieren. Vielen Dank. Ja, Ken, danke. Du hast angesprochen, 5:0. Du hast gesagt, wenn der Gegner 5 Tore gibt, dann ist schwer zu punkten. Du hast nach dem 3:0 mal eine Auszeit genommen. Trotzdem stand es dann nach 15 Minuten 5:0. Hat dich die Mannschaft da nicht gehört oder hat sie einfach nicht gekonnt im ersten Drittel? Zugehört haben sie. Vielleicht haben sie es nicht geglaubt. Es ist schwer. Ich meine, Rosenheim hat, ich will nichts wegnehmen von Rosenheim. Die waren gut. Und wir waren nicht bereit zum Mitlaufen. Oder es ist so, wenn du eine Mannschaft hast und es läuft richtig gut, so wie Rosenheim, dann musst du Körperkontakt spielen. Das ist, wie es ist. Es ist Eishockey. Es ist ein körperbetonte Spiel. Und wie gesagt, in den ersten 20 Minuten, das haben wir nicht gemacht. Egal für welchen Grund. Aber ich bin nicht enttäuscht mit der Mannschaft, ich bin enttäuscht mit der Niederlage, natürlich. Es ist, wie es ist. Wie gesagt, abhaken und schauen, dass wir am Mittwoch 3 Punkte holen. Okay, letzte Frage. Den einen oder anderen hier in Rosenheim hat es gewundert. Der hat natürlich den Daniel Filimonov im Tor erwartet. Und jetzt stand der Johannes Wiedemann drin. Was war der Grund dafür? In den letzten 4 Spielen, Daniel hat sehr gut gespielt. Er hat viel Arbeit geleistet. Und wir müssen die Saison durchbringen mit 2 Torleuten. Und er darf den Torwart, egal wer im Tor steht oder nicht im Tor steht, er darf den Draht nicht verlieren. Der darf nicht sagen, okay, der ist heiß, der bleibt im Tor und der andere steht in die Ecke. Und vergesst man, dass er da ist. Er kehrt zu der Mannschaft, er ist ein Teil von der Mannschaft. Und beide Torwart sind ein wichtiger Teil von der Mannschaft. Und es war ganz einfach, Daniel hat ein bisschen Pause gebraucht und der wird am Mittwoch wieder spielen, ganz einfach. Alles klar, Ken, danke dir. Ja, Manuel, Glückwunsch auch von meiner Seite und die Torhüter-Situation ist ja auch mit Sicherheit für uns noch ein Thema, wo du was dazu sagen kannst. Aber erstmal, glaube ich, dein Fazit zu dem Spiel. 8 Gegentore sind toll, 5 Gegentore nicht so toll, glaube ich, aus deiner Sicht. Ja, grüß Gott benannt. Ja, gut. Wir haben gewusst, dass Weiden eine gute Mannschaft ist, wie du schon gesagt hast. Die letzten 4 Spiele sehr gut gespielt, sehr gute Gegner geschlagen. Wir waren bereit. Wir haben, Ken sagt 20 Minuten, ich sage 15 Minuten. Wir haben 15 Minuten die Mannschaft gesehen, die wo, am Freitag das Derby gewonnen hat und in Landshut auf dem Eis war. Wir haben eigentlich nahtlos an das angeknüpft. Wir haben viel Druck aufgebaut. Wir haben ganz einfache Tore geschossen zum Tor hier. Und wie der Ken auch schon gesagt hat, nach der 5:0-Führung
waren die letzten 5 Minuten im ersten Drittel schon nicht mehr so nicht mehr ganz berauschend. Dann spricht man das natürlich auch in der Kabine. Aber das ist halt einfach zu viele Spieler, 6, 7, 8, 9, 10, versuchen halt dann irgendwas zu machen, was nicht einer Spur ist. Klar, wenn du 5-0 vorn bist, dann möchte jeder Tor schießen. Dann versuchen sie hinten rum zum Spulen, vorn rum zum Spulen. Körperkontakt war komplett weg dann bei uns. Und dann wird es halt einfach nur mehr schwierig, weil Weiden ja eine gute Mannschaft hat. Ende des Tages muss ich sagen, wir haben 3 Punkte geholt. Das ist alles, was Zeit für mich. Ich glaube, wir sind jetzt Zweiter. Nach dem grandiosen Derby-Erfolg, muss man sagen, war das halt ein Pflichtsieg. Und den haben wir gegen eine gute Mannschaft Gott sei Dank eingefahren. Wir haben jetzt noch viel geratscht in der Kabine, ist ja klar, das spricht man an. Und wir bereiten uns morgen. Ab morgen denken wir nur noch an Memmingen, weil das eine sehr schwere Auswärtspartie wird, die wir natürlich auch gewinnen müssen. Ja, die Sache zum Torwart, den Lukas Steinhauer haben wir ja natürlich verfolgt. In Landshut hat er Anfang des zweiten Drittels, glaube ich, vom Eis müssen. Heute der Luca, du hast gesagt, es war auch so geplant, dass der drin steht. Trotzdem interessiert es natürlich, wie geht es dem Lukas Steinhauer? Ja, der Luki hat sich behandeln lassen, der hat jetzt morgen gibt es eine endgültige Diagnose, weil er da nochmal zum Doktor geht. Der hat so eine ganz leichte Zerrung. Ich kann, wie gesagt, jetzt noch nicht mehr dazu sagen. Der geht morgen zum Arzt und dann schauen wir uns das an. Kann Zeitpunkt abgeben, wann er wieder spielt. Das ist der Stand der Dinge, genau. Und einen zweiten Spieler haben die Fans natürlich vermisst, zweifacher Torschütze in Landshut. Fast schon sowas wie ein Matchwinner. Der Michi Beindl hat heute nicht spielen können, war nur Zuschauer. Ja, der hat in Landshut im zweiten Drittel eine mitgekriegt und hat jetzt Probleme mit den Rippen ein bisschen. Und der geht auch morgen zum Doktor, wird ein Foto gemacht und dann schauen wir, was der hat. Also ich gehe davon aus, dass der Michi relativ zeitnah wieder dabei ist. Und wie gesagt, beim Lukas kann ich es nicht sagen. Okay, ja, gibt es zum heutigen Spiel noch Fragen aus der Runde? Kopfschütteln? Manuel, du hast gesagt, es geht jetzt in die Vollen noch vor der Deutschland-Cup-Pause. 3 Spiele binnen 5 Tagen. Mittwoch geht's los, die Star Bowls in Memmingen. 20 Uhr ist Spielbeginn im Sportstadion am Hühnerberg. Das Spiel wird live auf Sprayed TV übertragen. Also wer es anschauen möchte und nicht nach Memmingen fahren kann oder will, für 5 Euro gibt es den Livestream zum Gucken. Ja, ihr seid in Höchstadt. Ken, du hast es angesprochen. Euch natürlich auch viel Glück, gute weitere Saison. Höchstadt ist dann auch der nächste Gegner für die Star Bulls Rosenheim hier zu Hause im Emilio-Stadion nächsten Freitag 19:30 gegen den Aufsteiger, gegen die Eisch-Alligators aus Höchstadt. Ja, volles Eishockey-Programm, also noch die nächsten Tage. Jetzt erstmal noch einen schönen Sonntagabend an alle. Guten Start in die Woche und wir sehen uns dann am Freitag wieder hier im Emilio-Stadion. Danke, Servus, Ken. Euch eine gute Heimreise.